Einen wunderschönen guten Tag. Grüße Sie. Alles gut? Hallo. Wunderschön. Alex, komm rein. Überwältigt, völlig in der Arbeit gerade noch drin. Du kannst aber hinsetzen, ganz entspannt. Ja, das ist doch schön, vielen Dank. Ich habe ja frohe Botschaft mitgebracht. Du hast frohe Botschaft mitgebracht? In welcher Form? Das Video für heute ist noch nicht fertig. Wir haben es Freitag, wir haben es 11.32 Uhr und du hast das Video noch nicht fertig. Wann war unser Upload immer geplant? 16 Uhr? It was at this moment that he knew. Halt, beruhig dich. Ich habe eine Idee. Meine Idee wäre, wir machen ein Question and Answer. Question and Answer. Das macht man ab 100.000 Follower, Alex. Wieso sollte ich das jetzt machen? Wen interessieren meine Fragen? In erster Linie mich. Nein, aber das reicht aus. Das mach mal einfach, nur wenn es dich interessiert. Geht's vorzüglich. Es ist ein Freitag, wir haben knapp 4 Stunden Zeit bis zum Upload. Ich bin tiefenentspannt. Halt, stopp! Ich war zu früh im Leben. Ich war 2 Monate früher da als geplant, aber das hat sich dann über die Jahre zurückentwickelt. Also ich komme immer zu spät unterm Strich. Die Vorbildwirkung, bei allem kriege ich es hin. Wenn es um Fassade streichen geht, wenn es um Reifen waschen geht, wenn es um dreckig machen, wenn es um Arbeit geht, wenn es ums lange Arbeit geht, ja, bei Pünktlichkeit bin ich eine volle Niete. Er ist entspannter geworden, muss ich sagen. Also desto mehr man miterlebt hat, ich habe es ja schon mal erzählt, im ersten Vlog so ein bisschen Kündigung, Stresssituation, Freudesituation. Man stumpft nicht ab, das wäre zu negativ, aber man wird relativ entspannter mit den Situationen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn eine stressige Situation ist mit Kunden oder mit Mitarbeitern, man reagiert ruhiger. Und das ist für viele Mitarbeiter, glaube ich, auch ein recht positives Zeichen, dass man irgendwo in der Beziehung ist, immer noch Fels in der Brandung, man ist irgendwo der ruhige Punkt. Und im Betrieb ist es halt, wenn ich am Morgen, ich versuche immer mit der gleichen Stimmung im Betrieb zu kommen, motiviert, positiv. Und da können sich die Mitarbeiter einfach drauf verlassen. Und das ist so eine gewisse Konstante, die ich auch versuche, bei jedem meiner Besuche in den anderen Betrieben reinzubringen. Also unterm Strich, der Führungsstil ist entspannter geworden, ruhiger geworden. Ich hoffe, mein jungen Führungsstil, das heißt, dass ich viele Dinge anders angehe, als es vorher gewohnt war, dass ich sehr, sehr viel versuche zuzuhören. Das heißt, ich bin nicht oft da im Betrieb, also durch Termine, durch außerhalb Termine, durch unsere Vlogs bin ich relativ wenig in der Woche da. Wenn ich aber da bin, versuche ich mir die Zeit für alle zu nehmen. Das heißt, ich setze mich dann auch mal hin, versuche mit den Mitarbeitern zu sprechen und versuche einfach, wie in jeder guten Beziehung, zuzuhören. Pünktlichkeit. Zu 100%ig Pünktlichkeit. Ja, das ist eines der Hauptthemen und Priorisierung. Das heißt, ein großes Problem bzw. eine große Herausforderung im Bereich Führung ist Prioritäten setzen. Das heißt, für Mitarbeiter oder auch für mich, wenn ich jetzt nämlich bin, in Anführungsstrichen auch nur Betriebsleiter, ich habe eine Geschäftsführung über mir, für mich gibt es andere Prioritäten als für einen Geschäftsführer. Und für einen Betriebsleiter gibt es andere Prioritäten als für einen Mitarbeiter. Und da zu handeln und den Mitarbeitern auch das Feedback zu geben, das heißt gerade jetzt in der kompletten Mercedes-Benz-Umstellung oder sei es in kleineren Themen, Lagerumbau. Der Mitarbeiter im Lager wartet schon seit Monaten darauf, dass sein Lager irgendwo mal umgestaltet wird, weil wir beim Mitarbeitergespräch darüber gesprochen haben. Aber da gibt es Dinge, die müssen vorher passieren. IT-Umstellung, Möbelbestellung und einfach ihn damit ins Boot zu nehmen. Das ist so eine Herausforderung, was ausbaufähig wäre bei mir. Weil viel mache ich hier im Büro für mich alleine. Ich bin ein Riesenproblemmensch, wenn es um ein Hobby geht. Ich habe kaum Hobbys. Wenn ich so ein bisschen mit meiner Freundin oder sowas unterwegs bin, was sind meine Hobbys unter der Wochenende? Arbeiten. Ich bin im Büro, ich bin Samstag, Sonntags ab und zu im Büro. Ich bin beim Sport. Ich überarbeite mich jetzt nicht, so ist es nicht, aber ich genieße einfach die Ruhe an einem Sonntag, wenn ich im Büro bin, wenn ich meine E-Mails machen kann, dass keiner da ist, dass keiner Themen für mich hat, dass ich alles abarbeiten kann. Hobbys ansonsten oder Abschaltpunkte, Kaffee.
Also hier in Leipzig das Café Bigotti, Riesenlob an die Leute. Da kann ich super abschalten, selbst wenn es sehr laut ist, kann ich mich so ein bisschen besser fokussieren auf meinen Punkt, auf meine Arbeit, was auch in dem Sinne für mich Abschalten ist irgendwo. Ganz extremes Abschalten vielleicht maximal so Rennstrecke, wenn ich mal Autos schneller fahren kann oder wenn ich jetzt sage, ich mache Skifahrten. Also da sind so Punkte, wenn ich mich auf was anderes konzentrieren muss in dem Moment. Da schalte ich recht gut ab. Und sonst bleibt Sport keine Chance. Also sowohl bei Handel, Bank, Laufen gehen, ich denke die meiste Zeit über mein Berufsleben nach. Ja gut, jetzt können wir sagen, kleine Fahrzeuge, Mittelklasse, Oberklasse. Nein, also Fahrzeugpalette bei Mercedes-Benz variiert wahrscheinlich fast täglich mittlerweile. Nein, das ist ja schon, das ist schon entspannt. Bei Mercedes. A, B, C, E, S, GLC, GLE, GLA, GT, Luxusmarken, so GLS in die Richtung. Ich tippe mal 25. G, 30. Wie nah bin ich dran? Ja, C Coupé. Ja, der Audi A2 früher. Das ist so ein Auto, da würde ich mich jetzt nicht, das ist so ähnlich Fiat Multipla, da würde ich mich jetzt nicht reinsetzen wollen. Ja, der war ziemlich hoch, das war so Idealform Kugelfisch, das war das, da, den mag ich gar nicht. Wenn ich den Straßenverkehr sehe, ne. Mein größter geschäftlicher Rückschlag. Oh, ich verdränge die Themen. Ich verdränge die Baustellen tatsächlich sehr stark, um mich halt zu konditionieren auf das Positive. Letzte Influencer-Kooperation. Ja, das war spannend, muss ich gestehen. Das war Fehlkalkulation im Service. Das heißt, wir haben sehr viel mit neuen Geschäftsbereichen zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen BMW kalkuliere oder sowas und sage, die Reparatur, Kostenvoranschlag 1, 2, und dann kommen Arbeit dazu, dann wird Mehraufwand betrieben, dann aber begründet. Und dann bin ich auf einmal bei Eigenkosten, die um 2000 sind. Das sind so größere Rückschläge, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein. Das sind Lerneffekte, also die habe ich dabei. Dass ich jetzt sage, ich habe irgendwo mal, ja, der Jaguar im ersten Vlog, der wurde uns mittlerweile auch geklaut. Soweit ist es jetzt auch schon, das ist aber jetzt auch kein geschäftlicher Rückschlag, weil da kann ich ja nichts für in dem Sinne. Das ist, würde ich nicht als Rückschlag verbuchen. Rückschläge, der Jaguar wurde, weißt du noch gar nicht? Der Jaguar aus dem ersten Video wurde bei uns vom Hof geklaut. Von Samstag auf Sonntag haben sie ihn vom Hof stibitzt. Anscheinend wollte da jemand euch die Probefahrten nicht gönnen und uns den wunderschönen Carport auch nicht gönnen. Wie war so schön? Geld mag's dunkel. Gut? Nein, das ist. Ich gehe mal philosophisch ran. Was heißt philosophisch? Theoretisch. Gut, sehr gut. Vor allem das Wichtige und das Schöne bei uns ist, in dem Bereich, weil es persönlicher ist, es ist irgendwo alles in Anführungsstrichen verhandelbar und wir haben halt keine Grenzen, die uns irgendwo einschränken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die Verkäufer, bestes Beispiel, wenn du richtig fähiger Verkäufer bist, kannst du sehr, sehr viel Geld verdienen. Das ist halt, es wird nirgends irgendwo eine Grenze gesetzt, wo du jetzt sagst, maximal den Stundenlohn oder Minimum den Stundenlohn. Nein, es ist alles irgendwo, ich möchte nicht immer sagen leistungsbezogen, weil da gibt es auch Grenzen innerbetrieblich. Aber das ist relativ gut verhandelbar. Und deswegen, also gerade für alle Bewerber, die sich das Video angucken sollten oder sowas, ich bin gespannt auf die Verhandlung. Wahrscheinlich eine E-Klasse. Also irgendeine E-Klasse. Das ist recht unspektakulär, weil wir sind ja erst am Anfang. Der schönste Fall, der mir mal verkauft wurde, war ein Smart Final Edition für über 50.000 Euro. Was? Hier, was ist an dem Auto so besonders? Das war die letzte Benziner Edition und der ging roundabout, ich möchte nicht lügen, irgendwo 40, 50 ging der weg. Ja. Weil? Final Edition. Smart hat den so designt. Das ist nur einer. Du kannst immer Bilder dann einblenden von dem Ding. Das ist, nein, es gibt, der war limitiert auf eine Stückzahl von Summe X
Und den haben die tatsächlich mit einem Preis von knapp 50 verkauft. Ich würde jetzt aufpassen, das zu fragen, weil nicht, dass dann an dem Stand oder sagt, den Stand kriegen wir nicht, dass es dann am nächsten Tag fehlt, ne? Für mich wieder formtechnisch, weil Technik kann ich gar nicht so beurteilen. Geschwindigkeit ist für mich nicht mehr so relevant geworden. Beschleunigung, klar. Es sind meistens Sportwagen, weil sie für mich am emotionalsten designt sind, gestaltet sind. Und da spielt in einer Liga derzeit der R8 tatsächlich, dieser Rear-Wheel-Drive, dieser 999 Stück, den wir stehen haben, und der GT tatsächlich als Viertürer. Beides so ein bisschen in einer Liga. Der GT als Alltagsauto. Der R8 natürlich als Supersportler, als Sportler, als Sportfahrzeug, wenn man so haben möchte, das beides. Die beiden sind für mich so persönlich die interessantesten. Bei wem kann man sich denn melden, wenn man Interesse an diesen Fahrzeugen hat? Ganz wichtig, diese Frage. Wenn Sie Fragen zum Fahrzeug haben, melden Sie sich unter 0172 566 4463. Bei mir.